Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Heute will ich euch einfach einen Satz erzählen, den ich letztens gelesen habe und der mich sehr beeindruckt hat und mich ins Nachdenken gebracht hat. Es ist ein Satz von Bruder Lorenz, der sagt: Unsere Heiligung hängt nicht davon ab, dass wir unsere Handlungen ändern, sondern davon, dass wir für Gott tun, was wir normalerweise für uns selbst tun. Krass, oder? Unsere Heiligung hängt nicht davon ab, dass wir unsere Handlungen ändern, sondern davon, dass wir für Gott tun, was wir normalerweise für uns tun. Die goldene Regel einmal ganz anders. Storch nennt das die Schönheit des Simplexen und ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Googelt doch außerdem mal Josef von Cupertino mit C am Anfang, denn den finde ich auch äußerst simperplexend oder so in diesem Zusammenhang. Wie auch immer, jetzt wünsche ich euch eine gehörige Ausschüttung von Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und Beta-Endorphin, ohne die unser Gehirn keine Information verarbeiten kann. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.